Berlin, Brandenburger Tor und Umgebung, das Zentrum des Schwarzmarktes. Dem Kameramann gelangen einige nicht alltägliche Schnappschüsse. Schwarzhändler unter sich, unbeobachtet und ungestört. Man tauscht und bietet an und schätzt ab und wird sich einig, oder nicht? Wie wär's, der Mantel gegen den Koffer? Der Abschluss klappt nicht. Wäsche ist immer stark gefragt. Hier gibt es alles. Manchmal aber auch Polizei. Und dann geht es scharf her. Der Schwarzmarkt fliegt auf. Keiner kann entkommen. Widerstand wird sofort gebrochen. Der ganze Schwarzmarkt ist eingekreist. Alle, ob Teilnehmer oder Zuschauer, werden zunächst zum Polizeipräsidium gebracht. Dort wird jeder Fall geprüft. Die Unschuldigen werden entlassen, die Schuldigen bestraft. Der Kampf gegen den Volksschädling Schwarzhandel geht unerbittlich weiter. Im Nürnberger Prozess wurde der Angeklagte Nummer 1, Goering, von den Anklagevertretern Amerikas, Englands und der Sowjetunion ins Kreuzverhör genommen. Sir David Maxwell-Fyfe, der britische Hauptankläger beim Verhör. Lord Richter Lawrence musste Goering mehrfach zur Ordnung rufen, da er immer wieder versuchte, weitschweifige Reden zu halten. Die anderen Angeklagten folgen dem Verhör mit gespannter Aufmerksamkeit. Auch der amerikanische Hauptankläger Jackson nahm Goering ins Kreuzverhör. Dabei kam einer der wichtigsten Punkte zur Sprache. Goering wurde gefragt, wann ihm bewusst wurde, dass der Krieg für Deutschland verloren sei. Das ist außerordentlich schwer zu sagen. Jedenfalls nach meiner Überzeugung verhältnismäßig spät. Also ich meine, zu einem späten Zeitpunkt hat sich bei mir die Befestigung gebildet, dass der Krieg verloren sei. Vorher habe ich immer noch an eine Remischance gedacht und gehofft. Ich sagte eben also, Januar 45, Mitte bis Ende Januar 45, war für mich keine, sah ich keine Hoffnung mehr. In Anwesenheit Präsident Romans fand eine Tagung des amerikanischen Komitees zur Bekämpfung der Welternährungskrise statt. Der frühere Präsident Hoover ist Ehrenvorsitzender des Komitees. Er hat sich inzwischen nach Europa begeben, um festzustellen, wo die Not am größten ist und wie Abhilfe geschaffen werden kann. Auf dieser Tagung sagte der Staatssekretär für die Landwirtschaft, Anderson, Amerika habe bereits Millionen von Tonnen Lebensmittel geliefert. Es müsse jedoch noch weitere Einschränkungen auf sich nehmen, um Hungersnot, vielleicht sogar den Hungertod vieler Menschen zu verhindern. Asien hungert. Hier fehlt es vor allem an Reis, dem Hauptnahrungsmittel des Ostens. Auch in Europa ist die Ernährungslage aufs Äußerste angespannt. Selbst in England bleiben die wichtigsten Nahrungsmittel weiterhin rationiert. Österreich kämpft mit großen Versorgungsschwierigkeiten. Durch verstärkte UNRWA-Lieferungen hofft man, die Lage zu meistern. Schlangen vor den Geschäften, auch in Deutschland. Aber viele Überschussgebiete der Welt steigern ihre Produktion und leisten Hilfe. Im Hamburger Hafen haben kanadische und amerikanische Dampfer festgemacht. Sie bringen Weizen für die britisch und amerikanisch besetzten Zonen Deutschlands.
Diese Lieferungen sollen die Ernährungslücke bis zur nächsten Ernte überbrücken helfen. Wie Ex-Präsident Hoover auf einer Pressekonferenz erklärte, sprechen in diesem Jahr alle Anzeichen für eine außergewöhnlich gute Ernte in der nördlichen Welthälfte. Im Gerichtssaal des Lagers Dachau begann der Prozess gegen 61 Mitglieder der Wachmannschaft des Konzentrationslagers Mauthausen. An der ersten Sitzung nahm General Traskott teil. Den Angeklagten, unter denen sich 28 Österreicher befinden, werden unmenschliche Grausamkeiten zur Last gelegt, die den Tod von Hunderttausenden zur Folge hatten. Einer der Hauptangeklagten ist der frühere Gauleiter von Oberdonau und SS-Obergruppenführer Eigruber. What is your full name, Ihr Name? August Eigruber. August Eigruber. How old are you? Wie alt sind Sie? 38 Jahre. What is your residence, Ihr Wohnsitz? Linz on the Donau. Linz on the Danube. What is your nationality, Your Staatsangehörigkeit? Österreicher. Austrian. Were you ever a member of the armed forces of the German Reich? Waren Sie jemals ein Mitglied der Streitkräfte des Deutschen Reiches? No. Assigned to Jews number 13. Einer der schlimmsten SS-Henker, Spatznäger. Die Angeklagten werden von 5 amerikanischen Offizieren verteidigt. Using several pens, President Truman signs the bill that puts into effect the Marshall Plan plus aid to China. The program to aid free nations against red aggression becomes a law. The signing of this act is a momentous occasion in the world's quest for enduring peace. This measure is America's answer to the challenge facing the free world today.